Jason LaCrosse flog den ersten Rettungshubschrauber, der den Bundeswehrsoldaten am Karfreitagsgefecht zur Hilfe kam. Die amerikanischen Piloten bekamen mit, dass deutsche Fallschirmjäger Verwundete zu beklagen hatten und wollten helfen. Doch noch auf dem Hinflug wurden die Blackhawks angefunkt, dass sie wieder umkehren sollen, da die Landezone zu umkämpft sei. LaCrosse, der als Führer der Mission eingesetzt war, ignorierte den Befehl und flog weiter. Bei der Annäherung an die Landezone gerieten die Amerikaner dann unter so schweren Beschuss, dass sie abdrehen mussten. Erst beim zweiten Versuch konnten sie unter schwerstem Feindfeuer landen und die ersten Verletzten evakuieren. Einmal explodierte dabei eine Rakete nur wenige Meter vom Hubschrauber entfernt. Trotzdem brachten sie nicht nur den ersten Patienten erfolgreich nach Kundus, sondern flogen noch zwei weitere Male in die Kampfzone zurück, um weitere Verwundete zu evakuieren. Für die selbstlose Rettung der deutschen Soldaten wurden LaCrosse und der gesamte Hubschrauberbesatzung das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold in besonderer Ausführung verliehen.